Hallo Leute, heute mal ein ganz spezielles Format. Wir haben uns überlegt, wir holen einfach mal die Kundenprojekte, die wir aktuell bei uns in der Werkstatt am Laufen haben, hier in den Verkaufsbereich und zeigen euch mal, was ist denn der Status quo aktuell und was machen wir ja eigentlich so den ganzen Tag, gerade im Sonderbereich. Fangen wir einfach mal vorne an, kommt mal mit unserem ersten Fahrzeug hier. Kundenanforderung war, das Fahrzeug wird werkseitig genutzt und ein Dachgepäckträger. Standard-Dachgepäckträger mit 1,30 Meter sollte montiert werden. Heißt, wir wollen mal irgendwie kleinere Sachen mitnehmen und eine Rundumleuchte. Wie gesagt, Werksverkehr bedeutet, möchte er gerne die Leuchte montiert haben, damit er dort gesehen wird, beziehungsweise ist es dort Vorgabe. Ich mache die einfach mal an, damit ihr seht. Genau, ist ganz einfach mit einem Kippschalter hier unten. Oh, jetzt muss ich ihn natürlich finden. Ein- und ausschaltbar im Innenbereich. Genau, ist relativ easy dann auch genau entsprechend wieder auszuschalten. Heißt, wenn man dann mal nicht werkseitig unterwegs ist und mal rausfährt, braucht man die natürlich nicht anhaben. Zweites Fahrzeug, switchen wir einfach mal rüber. Ist kein Safari-Mobil, sondern es wird im handwerklichen Bereich eingesetzt für einen Tischler, der das Fahrzeug gerne nutzen will, um mal längere Sachen mitzunehmen. Haben wir gesagt, klar, können wir machen. Wir haben jetzt hier einen Dachgepäckträger montiert, der 2,30 Meter lang ist. Heißt, eine lange Leiter, Holzlatten, wie auch immer, können super mitgenommen werden. Genau, können auch ganz normal hier außen auch verzurrt werden. Das einmal dazu. Dann switchen wir nochmal ein Fahrzeug weiter. Sehr spannend. Der Kunde hatte folgende Anforderungen. Er fährt am Tag sehr wenig und wollte möglichst autark das Fahrzeug nutzen. Heißt, Solar aufs Dach. Haben wir jetzt schon fast final umgesetzt. Muss noch der Laderegler angeschlossen werden und so fort. Wird auch alles noch ein bisschen hübsch gemacht. Dann ist er auch zur Auslieferung bereit. Ist auch sehr spannend. Wir können hier mit Reichweiten am Tag, wenn die Sonne scheint, 20 bis 30 Kilometer realisieren. Heißt, bei den Anforderungen, die der Kunde in dem Fall jetzt hat, kann er das Fahrzeug, wie gesagt, möglichst autark bzw. fast autark, wenn die Sonne voll scheint, nutzen. Das allgemein erstmal so, was für Projekte wir aktuell hier am Laufen haben. Da kommen jetzt noch weitere Projekte rein, die wir euch auch gerne mal zeigen können. Schreibt gerne mal unten rein, was ihr so sehen wollt. Wollt ihr überhaupt so Kundenprojekte sehen? Seid ihr interessiert daran? Und ansonsten, wenn ihr eine Anfrage habt, seht ihr, wir sind immer gut unterwegs, gerade auch unsere Jungs hinten in der Werkstatt und im Elektrobereich, dass wir alle Kundenwünsche entsprechend realisieren. Ansonsten glaube ich, war es das auch schon. Wie gesagt, wenn ihr noch Ideen habt oder mehr davon sehen wollt, wir können auch noch mehr technisch euch darüber informieren. Wie wird das überhaupt alles mit dem Solar gemacht? Wie wird es angeschlossen? Was ist denn sonst noch so möglich? Hier sind jetzt nur zwei kleine Platten drauf. Was geht denn sonst noch so alles? Dann schreibt doch einfach mal rein oder sonst ruft an, schreibt eine Mail. Wünschen euch noch einen schönen Tag und würden sagen, bis zum nächsten Mal.